Herzliches Wiedersehen, herzliches Willkommen an alle, die mir treu geblieben sind nach dieser etwas doch längeren Pause. Dann gucken wir doch einfach mal nach. Wir wollen nämlich mal die Gorbos versuchen, da in der Höhle auszuhebeln. Weil ja, Oleg ein neues Lied braucht. Der singt ja immer nur das gleiche. Oder irgend sowas. Er heißt ja nicht Oleg Gabalier, sondern Oleolier. Achtung und hau auf den Gobbo, den Pobbo. Und nicht aber, nicht zurück. Na, bist du verrückt? Am Abgrund der Dummheit oder was? Was machen die jetzt für Gespirenzchen da? Okay, die wollen mal in den Tod springen. Ja, von mir aus. Gefahr gebannt, Gefahr erkannt. Das Lied der Reue. Am Anfang war die Macht rein und pur. Heute bleibt nur noch das Echo vom alten Schwur. Die Zeiten der Einheit lang schon lang dahin. Nach Hab und Gut steht uns der Sinn. Nun der Sinn, nun der Sinn. Der kam noch. Eines Tages, es müsste irgendwann in der Nacht passiert sein, wurde der Hauptstall, der zu der Höhle führte, durch ein weiteres Beben verschüttet. Sofort versuchten wir, den Zugang wieder freizulegen, aber es kamen immer neue Felsbrocken herab und einige von uns wurden verschüttet. So gab man es schließlich auf, wieder in die Höhle zu gelangen, und so blieben die Reichtümer in der Mine für uns für immer verschlossen. Allerdings gab es immer wieder Buddler, die heimlich versuchten, in die Stollen zu gelangen. Die aber kamen fast alle bei dem... So, Heilpflanze. Muss ich mich wieder reorientieren. Oh, ich habe eine Heilpflanze gefunden. Schön. Ist mir aus der Tasche gefallen. So. Na, da ist er schon, Gobbo. Oh. Ja, das ist Moonwalking. Gobbo Moonwalking. Was mache ich denn da? Schließlich wollen wir auch mal an Olegs Laute ran. Oder wie das heißt. Olegs Laute. Ja, das ist die Quest Olegs Laute. Aber er hat ja noch irgendwie einen neuen Text geschrieben. Hoffentlich steht da nicht so ein Scheiß drin wie Ali, Ali, Ali. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann das alles nicht hören. Bin kein Fan von... Subdeutscher Schlagerkultur. Das sag ich jetzt mal gleich. Okay. Einstecken, flüchten, springen. Nicht auf den Kristall steigen! Aber Charlotte macht dann nachher wieder sauber, ne? Siehste, sag ich doch, Charlotte macht auch meine Blutflecken sauber. Na, auch Charlotte ist Verlass. Oh, Dorotheechen. Auch die macht auch sauber, finde ich gut, ne? Ein Badesee. Endlich kann ich mich abkühlen. Super. Super, ein Badesee. Und jump in die Fluten. Jawoll. Riesenratte. Oh weia, da greifen die einen Typi an. Und ich muss mir das aus der Ferne angucken? Wie, das geht aber nicht. Ja, der macht mir meine Erfahrungspunkte kaputt, da hinten der Heinz. Ach, das ist der Klaus. Kein Wunder, dass er Klaus heißt. Wohnt an der Küste, aber nicht an der Nordseeküste. Wilde Hornissen? Der ist auch mal zurückgesprungen. War cleverer. Das macht Spaß, das macht kalte Füße. Oh, wie romantisch. Verwesendes Fleisch. Zwitschernde Vögel. Und irgendwo mitten in der Natur steht ein einsamer Mensch. Ein Jäger. Klaus. Und ich sollte doch mal gucken. Turm um Mitternacht.
Mitternacht. Für den König. Ja, für den König hier. Let's see what is here in this Grufti. Gruft. Ah, das sieht doch schon richtig übel aus. Oh Mann. Hilfe. Soll ich es wagen, da reinzugehen? Ganz leise sein. Silbernachricht. Wir dürfen hier keine Toten erwecken. Bergkristall. Kleiner Lederbeutel, da ist bestimmt Geld drin. Meine Herren, es ist Gedröhne. Hilfe. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas gleich um die Ecke kommt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hab eines Paladin. Hab eines Paladin. Was ist drin im Grab des Paladin? Die Spannung steigt. Hier ist das Grab eines Paladins. Und wenn ich es öffne, ist es zu weit entfernt, obwohl ich davor stehe. Nein, es ist die andere Seite. Oh. 63 Gold für diese Spannung, meine Herren, 63 Gold habe ich geholt. Na super. Das alles? Enttäuschend. Und dabei bin ich extra leise vorgegangen. Putzbogen. Das liegt doch auf der Hand. Da habe ich denn jetzt zwei von den... Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Verstehe ich nicht. Ich habe nur einen Bogen von ihm gekauft. Jetzt habe ich plötzlich zwei angelegt. Daran wird sich nie etwas ändern. Nicht die Anzahl, das ist die Nummer, an der ich die Waffe ziehen kann. Leute, oh mein Schädel. Kurze Quizfrage. Mähen Äbdeheu? Mähen Äbdeheu? Nee. Äbde mähen nie Heu, Äbde beten. Jetzt wird erstmal aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Atanosianer so zu leiden haben. Schluss mit allen gierigen Wölfen und blöden Gobbos und so. Ah. Ha, jetzt wird exhuminiert. Leichenfledderei. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich mach mal die Windhose. Mal gucken, ob die Windhose was bringt. Ist das ja so ein Fernspruch oder müssen die jetzt alle mal bei mir sein? Mal gucken. Windhose! Oh, welche Getose? Jetzt gibt's gleich eine Windhose. Auf jeden Fall Ingolf. Ingolf, aufstehen! Rise! Jetzt aber schnell hier. Es gibt Happa. Um Pfeile herzustellen, müssen wir erstmal einen kalten Rohstahl erhitzen. Da wir zwei im Inventar haben, werden wir zweimal einen kalten Rohstahl erhitzen. Zwei glühende Rohstähle haben wir noch. Womit denn? Genau, richtig. Wir werden also sozusagen die glühenden Rohstähle erstmal schmieden. Und zwar will ich ganz gerne Pfeilschmitzen schmieden. Spitzen. So. Und dann dürfte das hier der letzte Rohstahl sein. Womit denn? Gehen.